Ernährungswissenschaftler, ja, klar. Ein paar wissen es wieder. Streber. Einleiten wir das Ganze mit einem kurzen Intro, was wir uns jetzt mal anschauen vom Andreas Scholz. Ich glaube, das Licht ein bisschen runter. Ja. Rosa, wer hätte das gedacht? Begrüßen Sie mit mir Andreas Scholz. Ja. Ja, herzlichen Dank für dieses schöne Geräusch. Und wisst ihr, was das Schöne dabei ist? Wenn ihr applaudiert, verbrennt ihr jedes Mal jede Menge Kalorien. Ihr habt heute Abend schon bei jedem Applaus 0,8 Kalorien verbrannt. Also wenn ihr heute Abend nochmal richtig viel verbrennen wollt, tut euch keinen Zwang an, haut nachher nochmal richtig rein. Ja? Und zum Kalorienverbrauchen, da braucht ihr eure Muskeln. Und damit sind wir schon mitten im Megatrend-Thema Bodybuilding. Ihr könnt heute keine Lifestyle-Zeitschrift mehr aufschlagen oder auch kein Gesundheitsmagazin, ohne mit dem Thema Bodybuilding in Konfrontation zu treten. Überall steht was über Bodybuilding drin, das heißt jetzt nur anders. Das sind so Programme wie, ich mach dich krass, I make you sexy, ist nichts anderes als Bodybuilding. Die machen Krafttraining und eiweißreiche Ernährung, was jahrelang verpönt war, ist jetzt gesellschaftsfähig. Auch in Frauenzeitschriften werden Frauen dazu ermuntert, Muskeltraining zu machen. Weil man weiß, durch Muskeltraining wirst du schlank und knackig. Und die müssen keine Angst haben, weil gleich riesig zu werden. Das wäre ja schön. Nicht mal die Jungs schaffen das, aber die Mädels sondern schaffen mit rosanen Hanteln. Das kannst du vergessen. Aber du verbrennst 24 Stunden am Tag Fett. Auch im Schlaf. Und ganz egal mit wem. Ja? Und deswegen... Und ihr könnt auch diese ganzen Volksleiden reduzieren, so Rückenschmerzen oder Stressabbau. Das geht alles durch Bodybuilding. Und das war für mich heute der Grund, euch mal zu erzählen, was könnt ihr oder wir vom Bodybuilding lernen. Ich habe euch drei positive Aspekte mitgebracht des Bodybuildings. Und den ersten Aspekt, den wir haben, der heißt Konsequenz. Das könnt ihr vom Bodybuildern lernen. Ich erkläre euch das gerne an meinem eigenen Beispiel. Wir schreiben das Jahr 1984. Ich bin 15 Jahre alt, ich habe mit Sport nichts zu tun. Ich bin ein kleiner, klappriger Junge mit einem dicken Bauch. Sonst hatte ich nichts. Es ist an der Zeit, einen Beruf zu lernen. Das Arbeitsamt kommt zu uns in die Schule, stellt uns Berufsfelder vor und wir Schüler werden untersucht. Ich werde untersucht. Ich bin der Einzige in der Klasse, der einen Zettel mitbekommt, eine Überweisung zum Orthopäden. Ich gucke da drauf, irgendwas stimmt bei mir nicht. Die Diagnose, ich kann sie nicht erkennen. Und mein Nachbar, der ist Krankenpfleger, sagt, das heißt, du bist quasi Modo. Du hast einen total krummen Rücken und einen Buckel noch dazu. Also gehe ich zum Orthopäden hin und der sagt, mach dich mal frei. Ich mache mich frei, der guckt mich an, Junge, wie siehst du denn aus? Du bist ja total verkümmert. Nur damit ihr das richtig einordnen könnt. Ich hatte die Unterhose noch an. Ja? Dann fragt er mich, was willst du mal werden? Ich weiß es nicht. Ich sage einfach das, was mein Kumpel ist. Der war Maschinenschlosser. Habe ich gedacht, naja, da schwärmt er so von, sage ich das auch. Ich sage so ganz zu dem Orthopäden, ich möchte gerne Maschinenschlosser werden. Du? Maschinenschlosser, das kannst du komplett vergessen. Da musst du dir schwere Metallteile hochheben und irgendwo reinheben. Du wirst in deinem Leben nie etwas hochheben können mit deinem Körper. Such dir eine sitzende Tätigkeit, wo du dich festhalten kannst. Sagt der Orthopäde zu mir mit der Zusatzausbildung Motivator. Also schickt er mich zum Krankengymnast, der macht mit mir irgendwelche Übungen und sagt, du kauf dir mal so kleine Hanteln für zu Hause, da kannst du zu Hause auch so ein bisschen was machen, das ist gut für dich. Mein Nachbar hat Gott sei Dank ein Fitnessstudio. Naja, Fitnessstudio konnte man das nicht nennen vor 30 Jahren, das war eher so ein Verlies mit entsprechendem Geruch.
Die Geräte waren selbst geschweißt, die Seilzüge, die wurden gefettet mit so Motorradkettenfettspray. Und wenn das warm, wenn du zu viel Wiederholung gemacht hast oder zu lange trainiert hast, dann wurde das Kettenfett warm und tropfte runter. Dann wusstest du, die Übung wechseln. Der hat mir alle möglichen Übungen gezeigt, auch die anderen, die ich nicht machen sollte, die ich machen sollte und die anderen. Und dann merkte ich, hey, das macht dir Spaß. Das ist für so einen talentfreien Typen genau das Richtige. Einfach hoch und runter, super. Das machte mir richtig Spaß. Schule war jetzt nicht so mein Ding. Ich hatte in 5 eine Deutsch. In 5 eine Deutsch? Andersrum. Ne? Ich kann heute noch kein Deutsch. Ich hatte in Deutsch eine 5 und in Bio auch. Aber ich konnte was hochheben. Also habe ich mir ein T-Shirt gemacht und habe ich draufgeschrieben, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber ich kann es hochheben. Und das war meine Welt. Hochheben. Ich wollte mehr darüber wissen, also gehe ich in die Tankstelle und kaufe mir eine Bodybuilding-Zeitschrift. Ich bin gar nicht rausgekommen. Ich habe sofort durchgeblättert, diese Bilder gesehen. Der Tankwart sagt zu mir, das musst du machen. Geh auf den Wettkampf. Da machst du Bilder, da kriegst du Geld für. Und dann kommst du ins Fernsehen und dann wirst du Gouverneur. Na, das ist dann jemand anders geworden, aber egal. Jedenfalls, da war diese Zeitschrift 4 Seiten zur Wettkampfvorbereitung. Ich habe das alles gemacht. Diät und so weiter. Dann so kurz vor dem Wettkampf stand da, man sollte sich braun machen, so Selbstbräuner. Da gab es angeblich so Flaschen. Ich bin die Drogerie rein. Ich sage, hallo, ich brauche so Flaschen zum Bräunen. Da sagt sie, haben wir nicht. Wir haben nur so kleine Tuben fürs Gesicht. Nicht schlecht, gibt 10 Tuben. Also, ich das überall eingeschmiert. Ich war total fleckig und scheckig. Das roch nach Maggi. Also habe ich noch wieder hin direkt eine Flasche Tiroler Nussöl gekauft drauf. Da roch ich gut und habe geglänzt. So, ich zu dem Wettkampf hin. Das war so ein bisschen größer als hier. Das war so eine Schulaula. Ich komme da rein. Jemand hilft mir noch, mich einzuschmieren. Das war ein besonderer Moment. Ich habe mich da so drauf gefreut, diesen Wettkampf zu machen. Und für einen besonderen Moment habe ich gedacht, ziehst du dir was Besonderes an? Also habe ich mir meinen lilafarbenen Posing-Slip angezogen. Aus Samtstoff. Und gehe auf die Bühne. Ich habe alles beachtet, was ich machen sollte. Auch in der Anleitung stand drin, dass Arnold Schwarzenegger, der Gouverneur wurde, Arnold Schwarzenegger kurz vor seinem Auftritt immer etwas Alkohol getrunken hat, um die Muskeln besser rauszubringen. Ich habe es ein bisschen übertrieben und ich war so ein bisschen schwindelig da oben und mir war total gut drauf. Ich hatte einen Spaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, die Krabbe gemacht, das komplette Programm. War das geil. Der Kampfrichter hat mich aufgefordert, hey, du darfst nicht so rumzappeln und Kaugummi kauen ist auch verboten. Naja, und dann kam die Siegerehrung und ich denke so, ja, letzter Platz. Verloren. Das war gar nicht so schlimm. Ich musste nach Hause. Das war viel schlimmer. Ich komme aus einem Dorf mit 14.000 Einwohnern. Das wusste jeder sofort, was da passiert ist. Ich bin an der Eisdiele vorbeigefahren. Ha, guck mal, der Eiweißkasper. Letzter Platz, Nummer 5 von 5. Meine Freundin macht Schluss mit mir. Nicht, weil ich letzter geworden bin, sondern weil ich so schlecht drauf war. Davor Hunger immer gehabt wegen der Diät, danach schlecht drauf, weil ich verloren hatte. Warum erzähle ich euch das alles? Erstmal macht es Spaß, das zu erzählen. Und zweitens hat sich, nachdem ich dieses T-Shirt gedruckt habe, das ihr bitte mit einem Augenzwinkern betrachtet, mein komplettes Leben verändert. Ich habe nicht nur dicke Oberarme aufgebaut, ich habe, und das, was viel, viel wichtiger ist, mentale Muskeln aufgebaut. Ich habe die Konsequenz aus dem Training auf mein anderes Training übertragen, was mir ermöglicht hat, meine Schulleistung so zu verbessern, dass ich mich auf einen Beruf, auf einen Ausbildungsplatz bewerben konnte, wo es 400 Bewerbungen gab und 8 Stellen gab es und ich habe einen bekommen. Das war ein total innovativer Beruf. Das war so abwechslungsreich, jeden Tag was anderes. Ich war Verwaltungsbeamter. Boah! Objektiv betrachtet, super. Ich hätte Beamter auf Lebenszeit werden können. Wäre ich wahrscheinlich jetzt schon in Rente wegen Überlastung oder so. Ich wollte mehr, wieder mehr. Also habe ich gedacht, ey, du machst dein Hobby zum Beruf, du studierst jetzt Ernährungswissenschaften. Also gehe ich auf die Abendschule, mache meine Abendschule so Fachhochschulreife. Na, ich habe es versucht. Ich habe das zwar gemacht, aber die Noten haben nicht gereicht.
Also bin ich zur besonderen befähigten Prüfung hingefahren und habe diese Prüfung bestanden. Habe dann eine Ausbildung, einen Studienplatz bekommen im Bereich Ernährungswissenschaften oder auch Ökotrophologie. Und dann kam wieder der besondere Moment, die Diplomprüfung. Und ich komme da rein und die Professorin sagt zu mir, wer sind Sie denn? Ich sage, ich bin Andreas Scholz. Da sagt sie, Sie sehen da ganz anders aus. Ich sage, klar, ist ja auch ein besonderer Moment. An besonderen Momenten, wisst ihr ja, ziehe ich mich besonders an. Ich hatte nicht den Slip an, also das nicht. Ich hatte meinen ersten selbstgeschneiderten Anzug an. Ich habe dafür sehr viele Nächte an der Tür gestanden, um mir diesen Anzug zu kaufen. Ich war damals noch so ein Riesenkoffer. Ich musste den schneidern lassen und ich bin mit diesem Anzug in diese Diplomprüfung reingegangen. Die hat mich dann später erkannt und ich bin mit einer 1,0 da rausgegangen. Und eins habe ich gelernt im Bodybuilding, wenn du konsequent an einem Ziel arbeitest, werden sich Erfolge einstellen. Vielleicht gibt es Rückschritte und vielleicht gibt es auch Niederschritte und es geht vor und zurück, hinfallen, aufstehen. Und es geht immer um Fortschritt. Nicht um Perfektion. Und der kleine Junge, der kleine verkrüppelte Junge, den alle ausgelacht haben, mit der 5 in Deutsch und der 5 in Bio, veröffentlicht nächste Woche sein 6. Buch. Weil ich durch konsequent immer weitergemacht. Und das könnt ihr von Bodybuildern lernen, die konsequent aufs normale Leben zu übertragen. Was könnt ihr noch von Bodybuildern lernen? Gesunde Ernährung. Nun habe ich das auch studiert. Das ist einerseits schön, andererseits ist das ein Fluch. Du kannst nirgendwo hingehen. Wenn du auf eine Party gehst und du weißt, was du und die wissen, was ich vom Beruf bin und das Buffet wird eröffnet, guckt mir jeder auf den Teller. Was ist der denn? Der hat es doch studiert. Und ich bin auch nur ein Mensch. Ich mag auch mal manchmal Sachen, die vielleicht nicht ganz so gesund sind. Und dann kommen die Gäste auf mich zu und sagen, darf ein Ökotrophologe sowas essen? Ich sage, ja, aber nur so ein bisschen. Du darfst das Doppelte. Ja? Dann sind die schon mal gut drauf. Oder wenn ich nicht so gut drauf bin und die kommen wieder und lassen mich nicht essen, ja, kennt ihr so Leute, die ganz viel essen können und nicht zunehmen, obwohl sie es verdient haben? Ja? Und dann gibt es so Leute, die gucken die fetten Buchstaben in der Zeitung an und nur vom Lesen nehmen die zu. Ja? Und die kommen dann zu mir und sagen unaufgefordert mit ihrem Teller und sagen, Herr Scholz, normalerweise esse ich das alles gar nicht. Ach, sage ich, der Wind hat es draufgetragen, sage ich dann immer. Ne? Und das sind so Sachen, die mir dann widerfahren. Und dann kommt natürlich auch die Frage wirklich, was ist denn jetzt gesunde Ernährung? Arbeite ich seit 30 Jahren? Ich weiß nur eins, es gibt das erste Gesetz der Ernährung. Und das erste Gesetz der Ernährung lautet, gib dem Körper, woraus er besteht, beziehungsweise bestehen soll. Wenn du aussehen möchtest wie ein Muffin, dann musst du das essen, was in einen Muffin reinkommt. Zucker, Mehl, gehärtete Fette. Die heißen nur gehärtet, die machen eher weich. Dann gehst du auf, auch ohne Backpulver, ja? Hey, 0,8 Kalorien, kannst heute Abend Muffin essen. Na. Wenn du aber gesund sein möchtest, dann musst du das essen, woraus ein gesunder Körper besteht. Und ein gesunder Körper besteht an größter Stelle zu 60% aus Wasser. Wie viel man jetzt trinken muss, da können wir im Seminar drüber reden, reicht heute die Zeit nicht. Aber an zweiter Stelle, zu 16%, besteht ein gesunder Körper aus Eiweiß oder auch aus Protein. Und das wissen schon die Kinder. Kinder ernähren sich instinktiv richtig, solange man sie lässt. Wer von euch hat Kinder? Ich habe 2, mal Hand hoch. Sehr gut. Wer will noch Kinder? Schnell die Hand runter. Okay, wer will noch Kinder, aber nicht mit dem derzeitigen Partner? Das könnten wir klären, hier muss keiner alleine nach Hause gehen heute Abend. Ja? Wenn ihr ein Kind in einen Hochstuhl setzt und ihr gebt eine Scheibe Brot, Butter drauf, Scheibenkäse drauf, wie ist das Kind? Ich sag's euch, es ist der Scheibenkäse runter.
Wenn du Wurst drauf machst, wird das Kind die Wurstscheiben runteressen. Wenn du Schmierkäse drauf machst, wird das Kind den Schmierkäse ablecken. Wenn du Leberwurst drauf machst, wird das Kind die Leberwurst ablecken. Weil das Kind weiß, Protein kommt von Proteno, ich nehme den ersten Platz ein. Jeder Mensch hat einen sogenannten Proteinhebel. Und erst wenn der Proteinhebel umgelenkt ist, ist man satt. Aber was macht Mutti? Kind! Du musst aber auch das Brot essen. Sonst wird morgen schlechtes Wetter oder irgend sowas. Ja? Und das Kind weiß das instinktiv. Und wenn du einen Bodybuilder fragst, was ist der wichtigste Nährstoff, wird dir der als erstes sagen Eiweiß. Oder auch Protein, wie auch immer. Danach besteht ein gesunder Körper zu 15% aus gesunden Fettsäuren. Gesunde Fettsäuren kennt ihr vielleicht, das ist so Fisch oder Nüsse. Ja, Nüsse, eine Handvoll Nüsse am Tag ist super. Ja, geht ihr bitte nachher zu Edeka, kauft euch eine Packung Toffifee, da sind genug 12 Stück drin. Da musst du nur die Schokolade ablutschen, kommst du direkt an die Nüsse ran. Ja, so einfach ist Ernährung. Dann besteht der Körper zu 7% aus Mineralstoffen, das ist so Obst und Gemüse. Und dann besteht der Körper noch zu 1% aus den damals so gesunden Kohlenhydraten, Reis, Nudeln und so weiter. Und davon kannst du so viel essen, wie du verbrauchst. Wenn du mehr Muskeln hast, kannst du davon auch mehr essen. Oder wenn du mehr machst, kannst du davon auch mehr essen. Oder bist ein Muffin. Ne? Und das könnt ihr vom Bodybuildern lernen. In welcher Reihenfolge soll ich essen, damit ich gesund bin? Dann gibt es noch für den Bodybuilder, der hat so ganz klasse Einkaufsregeln. Der sagt, 80% meiner Nährstoffe oder meiner Lebensmittel haben keine Zutatenliste. Naturbelassene Lebensmittel. Der Bodybuilder würde Haferflocken kaufen, aber keine Snacky Cracky. Der Bodybuilder würde Hühnerschnitzel kaufen, aber kein Cordon Bleu. Ja? Und das ist ganz wichtig. Die meisten Leute haben jeden Tag in ihrem Einkaufswagen das Diabetes-Startpaket. Ja? Weil da nur verarbeitete Lebensmittel drin sind. Und dann habe ich noch einen Tipp, aber den kennt ihr. Geh nie, nie hungrig einkaufen. Hungrig einkaufen ist das gleiche wie betrunken flirten. Dann nimmst du Sachen mit nach Hause. Also das könnt ihr von den Bodybuildern lernen. Wie esse ich richtig, wie gehe ich richtig einkaufen? Die Frage ist jetzt aber nur, warum macht der Bodybuilder das? Wieso nimmt er sich jeden Tag seine Tupperschalen mit und macht die voll mit komischen Sachen? Wieso geht er regelmäßig zum Training? Wieso ist er schlecht drauf, wenn er nicht zum Essen kauft? Wieso ist er schlecht drauf, wenn er nicht zum Training kommt? Weil er die stärkste Kraft der Welt nutzt. Und die stärkste Kraft der Welt befähigt uns zu Dingen zu tun, die wir gedacht haben, das könnten wir nie schaffen. Diese Kraft verleitet uns dazu, Grenzen zu überwinden. Diese Kraft verleitet uns dazu, durchs Feuer zu gehen. Und diese Kraft wird sehr oft in Liedern besungen. Und ich habe euch ein Lied mitgebracht, ich spiele es nur ganz kurz an. Es ist nicht Helene Fischer. Dazu fehlt noch der Eierlikör. Ja. Ich spiele euch das mal ganz kurz an. Das ist die Kraft, die euch dazu verleitet bzw. schafft, dass du Dinge schaffst, die du vorher nicht geschafft hast. Ein Beispiel. Du zahlst insgesamt eine sechsstellige Summe, um kurze Zeit später unter Schlafmangel zu leiden. Extrem Schlafmangel. Du holst dir 500 bis 600 Infektionskrankheiten in dein Haus. Du sitzt auf viel zu kleinen Stühlen. Du streitest dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Du erfährst zum ersten Mal in deinem Leben, was wirklich Sorge und Angst bedeutet. Wer würde das tun? Welcher halbwegs normal denkende Mensch würde das freiwillig tun? Alle die, die sich vorhin gemeldet haben, die Kinder haben. Danach machst du Sachen aus Liebe, die du dir vorher nie hättest vorstellen können. Und das ist der Grund, warum der Bodybuilder, das könnt ihr gerne lernen, von dem, sich immer gesund ernährt und zum Training geht und richtig böse wird, wenn er nicht hinkommt zum Training. Und wenn er nichts zu essen hat, dann wird er auch böse. Und er würde lieber nichts essen, als Dreck zu essen.
der liebt es, jeden Tag seine 70 Billionen Zellen mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Der liebt es, seine Muskulatur zu durchbluten, damit die Myokine, die Botenstoffe des Glückssystems, gebildet werden. Das liebt er. Und das ist das Geheimnis, warum er es tut. Und der Bodybuilder hat eins verstanden. Das Wertvollste, was du je in deinem Leben besitzen wirst, ist dein eigener gesunder Körper. Nicht dein Haus, nicht dein Auto, nichts. Und bevor wir hier heute Abend auseinandergehen, und ich meine nicht figurtechnisch auseinandergehen, lade ich euch ein, euch einmal selber zu überlegen oder zu beweisen, wie sehr liebt ihr euch eigentlich. Diese Liebe ist die sogenannte Selbstliebe. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist nur Selbstliebe für deinen Körper. Und ihr könnt gleich nochmal richtig Kalorien verbrennen mit eurem Applaus. Und dieser Applaus, der ist nicht für mich, der ist für euch. Um euch zu zeigen, wie sehr ihr euch liebt. Und dazu steht bitte einmal ganz kurz auf. Seid so lieb. Und lasst uns gegenseitig zu applaudieren. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Schöne Zeit. Müssen wir was umstecken? Ja. Bitte einmal an die Bühne. Ach, du musst dich umstecken, ne? Ich brauche mein Mikro. Ja, hier. Brauchst du Folien? Nee. Nein. Also das ist okay. Schlussding, ne? Das muss